Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Knoblauchs Welt entdecken. Zusammen mit der Nachrichtenagentur IDEA ist Tempus Veranstalter des größten deutschen Wertekongresses. Immerhin 3.500 Menschen versammeln sich, um die Frage zu ventilieren, wie kriegt man die Schlauheit des Managements und die Klugheit des Evangeliums zusammen. Günter Veit ist Chef der gleichnamigen Firma Veit, Weltmarktführer für Industriebügeleisen mit Werken in 14 verschiedenen Ländern, und er berichtet in den nächsten 3 Minuten über seine Erfahrungen in der Krise. Und dann kam das Jahr 2008, und da ging es erst langsam und dann im Eilzugstempo bergab. Wir haben Verlust gemacht. Das erste Mal, seitdem ich verantwortlich war für die Firma, haben wir echt Geld verloren. Die Liquidität ging runter. Im Jahr 2009 wurde es noch schlimmer. Obwohl wir ganz vorsichtig geplant haben, schon mit einem Rückgang geplant haben, lagen wir am Ende des Jahres 2009 mit 40% weniger Umsatz unter unserer Planung. Es liegt daran, dass wir Maschinen, und das sind Investitionsgüter, herstellen und das Firmeninhaber, wenn sie Angst vor der Zukunft haben, erstmal aufhören zu investieren. Und das war schlimm. Es war sehr schlimm, auch für mich. Man steht da machtlos da. Das sind weltwirtschaftliche Gründe, die zu dieser Rezession geführt haben, die man als einzelner Unternehmer eigentlich kaum beeinflussen kann. Und dann ist es passiert. Mitte des Jahres 2009 hat sich endlich ein potenzieller Käufer dieses Anwesens entschieden zu kaufen und hat das Geld auf unser Konto überwiesen, über 1 Million Euro. Und das war genau der richtige Zeitpunkt. In den 35 Jahren, in dem ich verantwortlich bin, hätte es keinen besseren Zeitpunkt gegeben. Und manchmal fragen wir uns, warum werden unsere Gebete nicht erhört oder werden nicht so erhört, wie wir es haben wollen. Hier ist eine Antwort darauf. Manchmal ist einfach der Zeitpunkt falsch. Aber wie geht es einem Unternehmer selbst in der Krise? Ich kann nicht sagen, mir geht es immer super gut und ich war immer voll gut drauf, das wäre vollkommen gelogen. Mir ging es zeitweise so schlecht, dass ich meiner Frau gesagt habe, ich möchte eigentlich nur eins, ich möchte alles loswerden, abgeben. Weil man persönlich unheimlich drunter leidet, wenn man kein Weihnachtsgeld zahlen kann oder kein Urlaubsgeld zahlen kann oder wenn die Leute einen fragen, wie geht es denn weiter? Oder wenn man Kündigungen hier und dort aussprechen muss, obwohl wir versucht haben, das auf ein Minimum zu beschränken. Kündigungen Leuten gegenüber, die vorgehabt haben, ihr Leben in unserer Firma zu verbringen. Und wir haben eine sehr, sehr lange Betriebszugehörigkeit in unserem Unternehmen. Und das ist mir auch wichtig. Und dann ging es mir wirklich sehr schlecht. Manchmal bin ich aufgewacht in der Nacht mit einem Horrorgedanken. Was tust du, wenn? Aber glücklicherweise bin ich schon fast 40 Jahre Christ. Und in dieser Zeit habe ich immer wieder gelernt, dass es da einen wunderbaren Spruch gibt in 1. Petrus 5, Vers 7, der heißt, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und gerade wenn man in der Krise ist, wenn es einen wirklich tief trifft, dann gibt es unglaublich viel Kraft. Mir gibt es sehr, sehr viel Kraft. Und ich habe gesehen an diesen beiden Beispielen, die ich erzählt habe, wie Gott ein treuer Versorger ist. Wie er nicht verhindert, dass wir in Not kommen. Denn manchmal brauchen wir einfach die Krise. Krisen sind Chancen, für uns persönlich auch in unserem eigenen Glaubensleben zu wachsen, indem wir diesen Glauben tatsächlich ausleben, anwenden, auf die Straße bringen. Dieser Kongress hat über 100 Referenten, Unternehmer, Vordenker der Wirtschaft, und vor allem, er hat eine Fortsetzung, nämlich Donnerstag bis Samstag, 17. bis 19. Januar, dann allerdings im Jahr 2013, und in Leipzig erwarten wir dann 4.000 interessierte Besucher. Das war's für dieses Mal. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in einem Monat.